Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gauntlet. Ich bin der Tomaniac und heute zeige ich euch mal, wie man, wie der Barbar sich, der Krieger sich so macht. Leicht. Weil selbst leicht ist ja noch zu schwer für mich. Start. So, und ich zeige euch mal ganz kurz die Steuerung des Kriegers. Mit den Schultertasten oben kann man Relikte aktivieren, aber bis jetzt habe ich weder das, also habe ich das Gold noch nicht zusammen, um mir irgendein Relikt zu kaufen, und ich weiß auch noch gar nicht, was die machen. Mit dem linken Analogstick meines Xbox-Controllers, den ich hier zum Zocken nutze, kann ich den bewegen. Mit dem rechten mache ich einen Rasereiangriff, das heißt, damit kann ich Gegner umrennen, die in einer Linie in Blickrichtung stehen. Ja, auf X macht man den Standard leichten Angriff, auf Y einen Spaltangriff, der mehr oder weniger mit einem Schlag den Gegner umhaut. Dann gibt es einen Wirbelangriff, der sich nach Aktivierung wieder aufladen muss, der allerdings immer nur sehr kurz funktioniert und mit dem man sich so ein bisschen aus dem Getümmel rausretten kann. Ja, und unten die A-Taste ist zum Benutzen oder Interagieren, zum Beispiel Fässer oder Statuen von A nach B tragen. So sieht die Steuerung aus. Zurück. Und wir gehen mal ins Spiel. Und so sieht das dann in der Praxis aus. Mit dem linken Stick bewege ich mich. Mit dem rechten mache ich in Blickrichtung. Da kann ich hier noch variieren. Einen Run auf den Gegner später. Mit X habe ich meinen Standardangriff. Mit Y meinen Spaltangriff. Zuff. Und mit B meine Wirbelattacke, die sich dann wieder aufladen muss, wie man da unten gerade sieht. Und das Coole ist aber, es ist egal, mit welchem dieser Charaktere man was schafft. Ich habe zum Beispiel mit der Walküre habe ich den zweiten Akt freigespielt und kann jetzt mit dem Krieger hier dann auch fortfahren. Und das mache ich jetzt mal. Die Legion erwartet dich. Die sehen aus wie Kriegergrüfte. Champions der Toten, stellt euch mir entgegen. Oh ja, das wird auch früh genug passieren. So, alles fein einsammeln hier. Ihr klappernden Knochen uralter Krieger, eure Zeit ist vorbei. Macht Platz für den neuen Champion. Jetzt habe ich die mal umgerannt und oh, die sind sogar zerbröselt. Mit A trägt man diese Sprengfass. Rote Fässer sind ja immer dazu da, dass was hochgeht. Das ist hier nicht anders. So, und da haben wir eine geheime Schatzkammer entdeckt. Ja, man sollte nach Möglichkeit das Level heil überstehen, weil das eingesammelte Gold behält man erst, wenn man das Level komplett geschafft hat. Das ist mir bisher ja eben nur mit Level 1 mit der Walküre gelungen. Die hat als einziges ein bisschen Kohle gesammelt. Den Elfen habe ich ja nur ganz kurz mal gezockt. Der ist ja schon auf, ja, noch relativ weit früh. Im ersten Level hat er ja schon ins Gras gebissen. Ja, und mit ihm hier habe ich es halt auch noch nicht gepackt. Mal sehen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Denn vorhin habe ich es schon einmal angezockt, nur, naja.
Bandicam meinte, es müsste nicht aufnehmen. Das hat irgendwie gar nicht reagiert, dass das Programm läuft. Na. Deswegen seht ihr da unten in der Ecke auch die FPS-Anzeige. Das ist momentan irgendwie die einzig verlässliche Information, um zu sehen, ob der jetzt auch aufnimmt oder nicht. Das ist mir jetzt schon so manches Mal passiert und auf den Sack gegangen, weil da mache ich hier irgendwie einen Take. Und nachdem ich dann fertig und durch bin und es geschafft habe und irgendeinen Erfolg erzielt und mit Mühe und Ach und Krach und gehe raus und sehe, wunderbar, er hat nichts aufgenommen, mache ich es lieber so. Denn so um 2:30 in der Frühe, so wie ich jetzt hier habe, da habe ich keine Lust, das jetzt noch mal zu machen. Hier kommt schon der erste Ärger. Ja. So. Die Menge spendet tosenden Applaus. Diese Biester lassen mich aber auch nicht aus. Ach, jetzt habe ich da alles aufgefressen. Nimmer satt. Da gibt's noch was. Ja, ein Festessen für Könige. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Ja, nicht so. Nimm es mit mir auf. Ja, du bist an mir vorbeigestürmt. Oh, der hat geblockt. Ein härterer Gesicht. Ich bin noch härter. Ja, aber kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Welches ich gerne behalten möchte bis zum Levelende. Wobei. Ja! Ach, das sah gut aus. Juhu! Beeindruckend. Beeindruckende Bonuspunkte. Jetzt zu uns. Zack. Oh nein. Kommt am besten schön in einer Reihe auf mich zu. Uiuiui. Und jetzt die Chance nutzen und das Ding zerfetzen. So gehört das. Noch die Hacken weggekriegt. So, da ist noch Gold. Okay.
Oh, meine Güte. Nee, Moment. Hä? Wo geht's denn weiter? Wo kommt ihr plötzlich her? Wo habe ich denn was übersehen? Ah. Hier hereingekommen. Er verwandelt sich. Das wird gut. Nein, finde ich nicht. Das sieht gar nicht gut aus. Gar nicht gut aus. Gar nicht gut. Scheiße. Ah. Lass das gefälligst. Schon sagen, das geht hier ganz schön happig zur Sache. So, kurzer Prozess. Zizzle. Meine Fresse. No. Nichts und niemand klingt es mit mir aus. Ja, ja. So. Geschafft. Zumindest nichts. Okay. Scheiße.
gespannt, ob der Game-Sound gleich noch da ist. Es knistert irgendwie so verdächtig. Ich weiß nicht, was mit meinen Audioeinstellungen schon wieder nicht stimmt. Das nennt man wahre Stärke. Weil irgendwie ist das nie von einem guten... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da immer irgendwie so richtig Glück mit dem Aufzeichnen. Es will mir nicht gelingen. Ich hatte schon beim letzten Mal mit der Walküre hatte ich schon Spaß. Da durfte ich nämlich auch insgesamt 3 Takes machen. Der dritte war dann endlich komplett gut. Ich sehe mein Ende. Ja, das habe ich gerochen. Willkommen zurück, Krieger. Jetzt zu uns beiden, Arschloch. Na, jetzt. Das nennt man wahre Stärke. Oh. Habe ich schon erwähnt, dass das der leichte Schwierigkeitsgrad ist? Okay. Küre mal kurzzeitig auch auf hatte. Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, was es mit der auf sich hat, außer dass man irgendwelche Boni kriegt, von wegen verliert diese Krone 10-mal oder so. Tja, tolle Zielübung. Ich würde all mein Gold für ein Spanferkel hergeben. Da liegt eins. Naja, nicht ganz. Spanferkel mit Flügeln. Schlüssel! Ha!
Scheißding! Na, die hole ich mir noch. Hä? War die nicht gerade noch? Nee, nur so weg. Okay, nehmen wir die auch mit. Ächz, Stöhn, Schlepp, Schwitz. Das Zerschmettern des Beschwörungssteins ist längst überfällig. Was kann denn jetzt sterben? Nichts und niemand nimmt es mit mir auf. Okay, einen haben wir noch. Und jetzt? Ich dachte, es kommen noch mal ein paar Säulen. Sag bloß, ich habe den Abschnitt geschafft. Ich glaub's ja nicht. Und Wahnsinn, wie viel Gold ich gesammelt habe. Das ist ja kaum zu glauben. Aha. Stellt Essensverzehr. Aha. Zerstöre 500 Objekte. Ja. Erleide 5000 Gesamtschaden. Töte 2000 Skelette. Na, da bin ich ja auch noch knapp von entfernt. Du bist wohl wieder hinter meiner köstlichen Seele her. Thor, den Unaufhaltsamen, wirst du niemals fangen. Aua. Aua! Ja, man muss ja hier dem Tod von der Schippe springen. Und der ist... Stimmt, ich erinnere mich. Hier bin ich mit der Amazone auch kläglich angekackt. Genau das wird mir hier auch passieren. Ja, ich glaube, diese Runde ist ziemlich bald zu Ende. Vor allem... Tod hier hinter mir her ist. Man darf eben nicht lange an einem Ort bleiben, dann ist man schnell hin. Das macht die Sache nicht einfach. Sterbt einfach. So, ich gehe mal besser. Ja, und zwar schleunigst. Dummgeist, weg. Macht Platz. Lasst mich durch. Hier ist kein Schlüssel. Ah, da oben. Mal schnell weg, aber die Tür ist. Ah. Thor ist dem Grab entstiegen, um seine Feinde von neuem zu erschaffen. Nein. Weg. Pfui aus. Lamin, Ruhe. Scheiße. Tür auf und Tschüss. Ah. Verflucht! Verdammte Axt! Hier geht's ja wirklich schon. Hab ich ab. Oh. Das war jetzt nur nicht beabsichtigt. Ich find's ja so schon schwer genug. Muss der jetzt auch noch dazwischen funken? Richtung. Weg, 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 weg. Ah, weg, weg, weg. Schnell. Oh.
Pissgeist! Die haben voll den Rückstoß. Ja, ganz toll, ganz toll. What the fuck? Mir fehlten die Schlüsse. Nein, da hau ich daneben. Okay. Es will nicht. Ja, ich bin irgendwie zwei Schritte weiter gekommen als mit der Walküre. Okay. Ja, ich würde sagen, das war mein Ausflug mit dem Barbaren, also mit dem Krieger. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Zauberer übrig, den werde ich euch beim nächsten Mal zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen und ihr begleitet mich auch beim nächsten Mal. Und ich sage ciao, bis demnächst, euer Tomaniac.